Insider. Die spannendsten Journalisten des Landes diskutieren die Themen des Tages. Die Insider. Kontroverse Positionen und spannende Einblicke hinter die Kulissen. Die Insider. Nur auf OE24TV. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Die Insider. Auch heute wieder die spannendsten Politthemen des Tages und die besprechen wir natürlich auch heute wieder mit sehr interessanten Gästen. Zum einen eingeladen bei uns ist Maximilian Kraus von der FPÖ Wien. Schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Und auf der anderen Seite Markus Schober von der SPÖ Wien, auch an Sie einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Schober, ich darf gleich mit Ihnen beginnen und zwar ein Thema, das uns alle schon seit Monaten betrifft. Es handelt sich um das Thema Teuerung. Da gab es zuletzt auch von der Arbeiterkammer eine ganz interessante Studie, ein Monitoring. Und da wurde festgestellt, dass sich der tägliche Einkauf für Herr und Frau Österreicher massiv verteuert hat. Alleine für eine Tiefkühlpizza zahlt man im Vergleich zum Vorjahr um 85% mehr. Woran liegt das, dass man es seitens auch vor allem der Regierung hier nicht schafft, etwas gegen die Inflation zu tun? Ja, vielen Dank, dass Sie gleich das heißeste Thema ansprechen. Also es ist egal, wo man hinkommt. Ich glaube, es geht uns allen gleich. Ist das Thema Teuerung das Thema Nummer eins? Wir sehen jetzt natürlich schon, dass es internationale Vergleiche gibt, wo man sehen kann, was hätten wir machen können oder was haben wir nicht gemacht. Ich glaube, da liegt der Ball bei der Bundesregierung. Ich glaube, dass wir zu lange Symptome bekämpft haben, aber nicht die Ursache. Und da liegt jetzt einfach durch diese Einmalzahlungen, die wir getätigt haben, glaube ich, auch das Problem darin, dass die Inflation im Vergleich noch höher ist, obwohl natürlich andere Faktoren auch mitspielen, wie Energie und andere Tatsachen. Wir haben uns in Wien entschieden und da hat uns jetzt auch eine WIFO-Studie recht gegeben, dass wir richtig die Krise bekämpft haben, nämlich in Wien ist es nicht anhand des Konsums, sondern anhand der Energiepreise. Also unser Energiebonus, der Wohnbonus, hat genau dort geholfen, wo jetzt mal Hilfe notwendig war. Jetzt wissen wir, dass wir als Stadt Wien nicht alle Probleme lösen können. Und ich glaube, dass der Bund jetzt rasch gefragt ist, dass wir etwas machen, weil wir verlieren Monat für Monat den Anschluss an die anderen europäischen Länder. Und das ist etwas, was die Wettbewerbsfähigkeit und den Standort Österreich nachhaltig schädigt. Deswegen ist der Aufruf da, rasch zu handeln. Bevor wir auf die Situation in Wien eingehen, auch an Sie, die ganz allgemeine Frage einmal aus Ihrer Sicht, woran liegt es denn, dass man die Inflation hier einfach nicht bekämpfen kann in Österreich? Na, ich möchte mit einem persönlichen Erlebnis kurz beginnen, das ich letzte Woche hatte. Ich war in einem Kaffeehaus in der Stadt und eine Kellnerin hat mich erkannt, hat mich angesprochen und hat gesagt, sie lebt seit 25 Jahren in Wien, hatte selbst Migrationshintergrund, sie hat in Wien als alleinerziehende Mutter zwei Kinder großgezogen, es war nicht immer einfach, aber sie hat mit ehrlicher Arbeit immer das Auslangen irgendwie gefunden und hat ihre Kinder auch durch die Schule gebracht und immer ein gutes Leben hier geführt. Und jetzt ist sie an einem Punkt angekommen, wo sie sich mit einem 40-Stunden-Job, mit Überstunden, mit Trinkgeldern, das Leben einfach nicht mehr leisten kann, weil die Mietkosten gestiegen sind, weil die Energiekosten gestiegen sind, weil die Lebensmittelkosten gestiegen sind und weil die Teuerung in allen Lebensbereichen durchschlägt. Und genau Menschen wie diese Kellnerin, die fleißig arbeiten, die jeden Tag aufstehen, die ihr Bestes geben, dass die von ihrem Einkommen nicht mehr leben können, das darf einfach in einem funktionierenden Staat und in einer funktionierenden Stadt nicht der Fall sein. Und es bringt hier nichts, wenn Sie die Schuld alleine auf die Bundesregierung schieben. Ich stimme Ihnen da schon zu. Die hat viel zu wenig gemacht. Der Kanzler Nehammer mit seinem grünen Beiwagerl, die haben eher mehr belastet. Die haben mit der CO2-Steuer, mit zusätzlichen Abgaben, mit zusätzlichen Gebühren den Menschen tief in die Tasche gegriffen. Aber auch die Stadt Wien wäre am Zug, wenn es darum ginge, die Mieten im geförderten Wohnbereich endgültig und langfristig zu senken und nicht einmalige Boni zu verteilen. Die helfen den Menschen einmal, aber nicht langfristig. Wir brauchen Mietsenkungen, wir brauchen Gebührensenkungen. Sie hat mir auch gesagt, sie kann sich jetzt nicht einmal mehr wirklich leisten, ins Schwimmbad zu gehen mit ihren Kindern im Sommer, weil auch dort die Eintritte teurer geworden sind. Das heißt, Thema Teuerung, ja, ist das Wichtigste für die Menschen, aber wir brauchen hier keine Schuldzuweisungen. Wir brauchen konkrete Handlungen, wir brauchen Senkungen der Gebühren, der Mieten, der Eintritte für Freizeitaktivitäten. Die Menschen müssen in dieser Stadt wieder ein gutes und vor allem leistbares Leben führen können. Das ist die Aufgabe Nummer eins der Politik. Mhm. Stadt Wien war kurz angesprochen, nehme an, Sie wollen replizieren? Ja, da könnte ich lange replizieren, weil der Herr Kraus hat angesprochen, jetzt Wohnen in Wien, das ist etwas, wo wir, glaube ich, sehr wohl noch zeigen können, dass wir wirklich darum kämpfen, dass es leistbar ist. Ich sage nicht, dass es nicht über die Jahre teurer geworden ist, aber 60% der Wiener und Wienerinnen wohnen im geförderten Wohnbau. Das sind die 220.000 Wohnungen von Wiener Wohnen.
hatten 200.000 Genossenschaftswohnungen und es werden jetzt auch jährlich mehr werden. Das zeigt im internationalen Vergleich, dass Wien hier einen wirklichen Hebel hat, was das leistbare Wohnen betrifft. Ich war jetzt erst im Austausch mit einer anderen, ich möchte keinen Vergleich, anderen deutschsprachigen Stadt, dort explodieren die Preise ins Enorme. Da können wir entgegenwirken und wo wir halt geschaut haben, wo wir langfristig entlasten, das war beim beitragsfreien Kindergarten, das ist bei Maßnahmen, die wir in der Ganztagsschule gesetzt haben, das ist bei Entlastungen, was Essen betrifft. Das sind Maßnahmen, die dann wirklich merkbar, spürbar sind, dass Familien entlastet werden und da müssen wir hin. Ich glaube, da müssen wir gemeinsam kämpfen und ich möchte da gar keine Schuldzuweisungen geben. Es geht darum, dass die Regierung da wirklich Maßnahmen rasch setzt und diesen Aufruf müssen wir alle machen, weil es betrifft so viele Menschen. Es war ja auch immer wieder davon zu hören, dass die sozialen Märkte einen unglaublichen Zulauf erhalten, dass wir hier vielleicht sogar noch mehr Sozialmärkte bauen müssen. Wäre das vielleicht eine kleine Hilfestellung? Ja, aber ich glaube, man löscht hier dann eigentlich nur einen Brand, den es eigentlich gar nicht geben sollte. Denn wenn es Einmalzahlungen gibt, dann ist das gut und dann unterstützen wir das auch. Aber es hat in den letzten 18 Monaten 4 Erhöhungen im Kategoriemietzinsbereich gegeben, auch in Wien. Und es stimmt, in anderen Städten in Deutschland gibt es vielleicht noch höhere Lebenserhaltungskosten, aber vielen Menschen wie der Kellnerin, die ich gerade erwähnt habe, der hilft es nichts zu sagen, woanders ist es noch teurer oder noch schlechter. Hier müssen wir in Wien schauen und in Österreich schauen, dass wir hier mit den Gebühren und mit den Steuern und mit den Abgaben wieder auf ein Niveau kommen, wo wir vor Corona waren. Wir müssen auf das Preisniveau 2020 zurück. Sie haben das Beispiel mit der Pizza angesprochen, die 85% teurer geworden ist. Das könnte man auf ganz viele andere Lebensmittel auch erweitern. Das geht durch den Wohnbereich und das geht natürlich auch in die Energiekosten hinein. Und hier müssen wir dafür sorgen, dass die Energiekosten wieder leistbar werden, dass die Leute nicht überlegen müssen, kann ich heizen oder kann ich Essen kaufen, sondern diese Grundbedürfnisse, die müssen sich für jeden in dieser Stadt und ganz im Speziellen für diejenigen, die fleißig sind, die aufstehen, die Steuern zahlen, die müssen wieder selbstverständlich sein. Die Leute leben nicht nur, um zu arbeiten, sondern die arbeiten auch, um sich dann ein gutes Leben davon leisten zu können. Und hier ist die Politik gefragt. Und da sagen wir eben ganz klar, Belastungen wie die CO2-Steuer auf Bundesebene, wo man noch einmal das Autofahren massiv verteuert hat, obwohl da eh schon so viele Abgaben sind, die dürfte es nicht mehr geben. Es bräuchte im Gegenteil für Familien weitere Entlastungen, für Familien mit Kindern weitere Entlastungen. Auch die Schulmaterialien werden im Herbst wieder teurer werden, der Schulstart wird kommen. Da wird Geld nötig sein, um die Familien in dieser Stadt, in diesem Land zu entlasten. Und da darf es dann nicht wieder nur irgendein Wegschauen geben, da darf es keine leeren Versprechungen geben. Die Menschen haben sich das verdient, dass die Politik hier auf sie schaut. Zum Thema Schule und diesen Dingen kommen wir dann noch im Laufe der Sendung. Was muss man denn aus Ihrer Sicht machen oder was müsste die Politik hier machen, dass es nicht diese berühmte Gießkanne gibt, vor der einige immer wieder warnen, dass es zielgerichtet funktioniert und diejenigen entlastet werden, die tatsächlich auch finanzielle Hilfe brauchen? Ja, schauen Sie, ich glaube, man muss natürlich zuerst beginnen, dort zu entlasten, wo die Menschen am wenigsten haben. Aber Tatsache ist, dass diese Krise, dass diese Inflation, dass diese Teuerung, die zieht sich ja jetzt schon bis weit in gesellschaftliche Einkommensgruppen hinein, die man früher als guten Mittelstand bezeichnet hätte. Menschen, die ein Einkommen haben, vielleicht sogar zwei Einkommen haben in der Familie, die budgetiert haben, ihre Miete, ihr Essen, ihre Kleidung, Freizeitaktivitäten, die haben vielleicht jetzt im letzten Jahr die Freizeitaktivitäten rausgestrichen. Aber im nächsten Jahr wird auch der Mittelstand, werden auch obere Teile des Mittelstands dann irgendwann dort ankommen, dass sie sagen, auch sie können sich das Leben nicht mehr leisten. Das heißt, es braucht breite Entlastungen, man muss dort ansetzen, wo man vielen Leuten hilft, im Mietbereich, es müsste endlich eine Mietpreisbremse her, es gehört der Kategoriemietzins eingefroren, im privaten Wohnbau, aber ganz besonders natürlich im geförderten Wohnbau, in den Genossenschaften, bei der Stadt Wien, es gehören bei den Betriebskosten gesenkt, es gehören die Unternehmen entlastet mit einer Senkung der Lohnnebenkosten, weil auch die können sich ja dann am Ende nicht mehr leisten, die Angestellten zu beschäftigen. Das heißt, hier braucht es ein breites Konzept, hier braucht es keine Einmallösungen, einmal 100 Euro für alle ist schön, aber damit wird man die Probleme nicht lösen, im Gegenteil vielleicht sogar am Ende die Inflation noch mehr befeuern und hier müssen diese Maßnahmen durchdacht werden und vor allem im Herbst dann auch endlich beginnen. Mietpreisbremse, Deckel, da gibt es ja viele Namen, es gab immer wieder auch Forderungen, das durchzuführen. Rechnen Sie damit, dass das irgendwann kommen wird, auch auf Bundesebene? Na, ich glaube, die Maßnahmen, die am Tisch liegen, jetzt eine Mietpreisbremse, dass man es auf 2% auch dementsprechend reguliert, dass man jetzt auch bei der Mehrwertsteuer schaut, das sind Dinge, die wir dringend ansprechen müssen. Aber der Herr Kraus hat eben von langfristigen, sage ich jetzt mal, von langfristiger Politik gesprochen. Ich möchte nur ein Beispiel nehmen, warum wir in Wien auf Perspektive zum Beispiel auch leistbares Wohnen schaffen können.
Wir haben mit dem Wohnfonds Wien eine Einrichtung, die 1983 gegründet wurde, wo wir derzeit eine Reservefläche von 3 Millionen Quadratmeter Grund in der Stadt Wien haben. Das bedeutet, wir können auf die nächsten Jahrzehnte das, was wir mit der Flächenwidmungskategorie geförderter Wohnbau gemacht haben, können wir Gebiete entwickeln, wo leistbares Wohnen möglich ist. Das ist zum Beispiel ein Vergleich, den nicht einmal kleinere Gemeinden, kleinere Städte wie Graz, Linz oder jetzt vergleichbare Städte wie München oder Berlin haben. Das sind so langfristige Maßnahmen, wo man langfristig schaut, dass man den Preis halten kann. Und wenn wir bei Wiener Wohnen sind, natürlich müssen wir auch in verschiedenen Bereichen die Preise anheben, weil das Erste, was wäre, dass wir im Gemeinderat hören würden, wir können nicht wirtschaften, wenn dementsprechend nicht eine schwarze Null überall stehen würde. Und Sie wissen ja genau, dass wir bei Wiener Wohnen sehr darauf schauen, dass das Geld ja nicht an jemanden ausgeschüttet wird, sondern dieses Geld, was erwirtschaftet wird, was schon noch Summen sind, gehen dann eins zu eins wieder in Wiener Wohnen, in die Umsetzung neuer Projekte oder in die Instandhaltung neuer Projekte. Und da ist schon sehr eng kalkuliert. Also wir holen da keinen Gewinn raus, sondern wir schauen, dass wir die Wohnsituation und die Wohnqualität so hoch wie möglich halten können mit dem Preis, den wir anbieten. Also das sind langfristige Wege, die wir da gehen. Ja, aber Sie wissen auch, dass es gerade bei vielen Gemeindebewohnern auch oft große Probleme mit Wiener Wohnen gibt, dass das oftmals nicht als Servicestelle empfunden wird, sondern dass es oft Beschwerden gibt, dass man ewig wartet, dass man nicht zurückgerufen wird, dass Beschwerden nicht ernst genommen werden. Aber ist vielleicht das kleinere Thema. Das größere Thema ist, wenn Sie sagen, es gibt so eine große Reserve an potenziellen Wohnraum, dann frage ich mich doch, warum der in den letzten Jahren nicht genutzt wurde. Es wurde im Regierungsübereinkommen bereits 2015 angekündigt, dass 25.000 neue Gemeindewohnungen gebaut werden sollen. Bis heute ist das alles nicht geschehen. Es wird extrem wenig im geförderten Wohnbereich von der Stadt gebaut. Und das ist natürlich dann auch ein Preistreiber, der sich in den privaten Sektor reinzieht, weil das Angebot immer kleiner wird, die Nachfrage aber immer größer und immer mehr Menschen nach Wien ziehen. Und dieser ganze Zuzug nach Wien, der bringt ja nicht nur im Wohnbereich Probleme, der bringt im Sicherheitsbereich Probleme, der bringt im Gesundheitsbereich Probleme, wo die Menschen, die ins Spital gehen, stundenlange Wartezeiten haben, wo man auf Facharzttermine in Wien mittlerweile Wochen und Monate warten muss, wo Operationen ständig nach hinten verschoben werden. Und wir leider nur erleben, dass wir einen Gesundheitsminister haben, der nichts weiterbringt, in Wien einen Gesundheitsstadtrat haben, der sich mit der Ärztekammer streitet und am Ende die Leidtragenden, die Patientinnen und Patienten sind. Und hier muss endlich auch in diesen Bereichen wieder etwas gemacht werden für die Wiener. Die Termine müssen schneller stattfinden. Es braucht mehr Ärztepersonal in Wien, es braucht mehr Ausbildung. Es muss endlich eine Lösung dafür gefunden werden, dass irrsinnig viele Ärzte in Wien zwar ausgebildet werden, dann aber lieber nach Deutschland oder ins Umland gehen, weil es dort bessere Arbeitsbedingungen und bessere Bezahlungen gibt. Das heißt, in vielen, vielen Bereichen gibt es große Herausforderungen, wo leider nichts passiert für die Menschen. Kurze Replik noch darauf. Und kurze Replik, weil Reserveflächen heißt nicht, dass wir dementsprechend jetzt diese Wohnungen schon gebaut haben. Es sind 3 Millionen Quadratmeter Reservefläche, wo wir was dementsprechend entwickeln sollten. Ja. Wichtig ist, eine Wohnung, wenn sie angekündigt ist, die baut sich ja nicht von heute auf morgen. Sie wissen halt genau, wie lange Projekte auch brauchen. Ein gutes Beispiel ist jetzt in der Wolfganggasse, wo ein Stadtentwicklungsgebiet mit 30.000 Quadratmetern sich entwickelt hat, wo auch die ersten neuen Gemeindewohnungen stehen. Und der Herr Kraus hat jetzt so viele Themen aufgeworfen. Ich habe mitgedacht, Sicherheit, Gesundheit, viele andere Dinge. Würde die Sendezeit sprengen, was wir beginnen, aber bin auf alles vorbereitet. Sie können gerne noch kurz auf das Thema Gesundheit eingehen, aber kommen wir dann vielleicht zum eigentlichen Thema wieder zurück zur Teuerung, aber natürlich darauf auch bitte eine Antwort. Ich glaube, das ist das zweite Thema, was man dringend ansprechen muss. Das ist natürlich etwas, was uns alle betrifft. Also jeder von uns will, dass man selbst und Familie, Freunde, Umfeld bestmöglich versorgt. Also ich sehe das genauso, dass wir im Bereich der Studierenden auch Maßnahmen finden müssen, dass wir genügend Ärzte und Ärztinnen am Ende des Tages haben. Ich glaube, wir zeigen, was jetzt das Gesamtthema betrifft, vor, wie es in Wien auch funktioniert. Stadtrat Hacker sind wir viel die Möglichkeit, mit ihm auch zu reden. Aber wenn ich allein den Pflegebereich hernehme, wo wir jetzt am FH Campus Wien ein neues Zentrum hingebaut haben, wo wir jetzt schon wissen, dass es sehr eng werden wird in den nächsten Jahren, was Personal betrifft, wir jetzt schon handeln und wissen, dass wir in 2-3 Jahren da die ersten Absolventinnen dementsprechend in die Jobs hineinbekommen, dann ist das ein ganz ein wichtiger Schritt im Gesundheitsbereich. Und ja, stimmt, das ist eines der heißesten Themen, was wir angehen müssen. Wir brauchen Ärzte, Ärztinnen, wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen. Und da sehe ich es nicht ganz so schwarz, wie Sie es in Wien sehen, weil wir fangen jetzt an, Spitäler dementsprechend zu renovieren, neu zu gestalten. Wir haben ein neues Spital gebaut, wo einige dagegen waren. Würden wir uns vorstellen, wir hätten das Krankenhaus in Nord nicht.
dementsprechend handelt Wien. Kommen wir nochmals zum Thema Energie vielleicht zurück. Sie haben mit einer persönlichen Geschichte begonnen. Auch wir haben natürlich Post bekommen von einer Pensionistin, die hat eine Rechnung bekommen von der EVN. 8.000 Euro hat ein Vielfaches gezahlt zum Vorjahr, obwohl laut ihren Angaben sie nicht mehr Energie verbraucht hat. Sie und ihr Ehemann, beide um die 70, können das ganz einfach nicht mehr stemmen. Wie ist das im Jahr 2023 möglich, dass es solche Situationen gibt? Müsste man da hier auch die jeweiligen Anbieter stärker sanktionieren? Nein, es haben ja auch in Wien irrsinnig viele Leute von Wien Energie massive Vorschreibungen bekommen, die sehr viel höher angesetzt waren als in der Vergangenheit. Und dann hat man gehört, die Beschwerde-Hotlines waren überlastet. Man konnte Sie meinen in Wien vielen Energie, Fällen... Das war jetzt die EVN. Genau, ganz genau. Also diese Probleme ziehen sich, glaube ich, durch viele Anbieter. In Wien ist aber, glaube ich, so, dass der Deckungsgrad von Wien Energie bei weit über 90% liegt. Ich glaube, Sie werden mir da recht geben. Das heißt, in Wien ist es die Wien Energie, wo irrsinnig viele Menschen Vorschreibungen bekommen haben, die viel höher sind, als sie in der Vergangenheit der Fall waren. Und hier gilt es natürlich, politisch auch zu prüfen, ob das notwendig gewesen wäre oder ob es hier auch ein Versagen des Managements gegeben hat. Es gibt auch eine Untersuchungskommission im Bereich Wien Energie, die seit einigen Monaten tagt, die leider in vielen Bereichen keine Akten und Informationen von der Stadt Wien zur Verfügung gestellt bekommen hat. Deswegen in manchen Bereichen auch noch Zeit braucht und es schwierig ist, hier zu wirklichen Ergebnissen zu kommen. Aber Tatsache ist, dass hier vieles falsch läuft, dass falsche Vorschreibungen verschickt wurden in vielen Fällen, dass die Preise gestiegen sind, dass viele Menschen unzufrieden sind mit der Managementsituation dort, auch mit dem Umgang, wenn man sich über eine Vorschreibung beschwert, wenn man eine Nachfrage hat, wenn man etwas kritisch hinterfragen möchte, dass man von oben herab behandelt wird, dass es keine Möglichkeit gibt, einfach Beschwerde zu erheben. Das heißt, hier läuft vieles falsch und das ist bei Wien Energie der Fall und bei anderen Anbietern definitiv auch, glaube ich schon. Sehen Sie das auch so oder sind das Anschuldigungen? Ich muss einmal gleich auf die Untersuchungskommission gehen, weil der Herr Kraus verwechselt da zwei Dinge. Die Untersuchungskommission eben aufgrund der Geschehnisse, die im Sommer 2022 passiert sind. Wir sitzen uns ja schon zum 13. Mal gegenüber in der Untersuchungskommission. Ich war bei allen in Wien, für die Zuseher. Das in Wien, ja. Untersuchungskommission in Wien. Wir sitzen uns da gegenüber und das, was Sie jetzt gesagt haben, dass keine Akten kommen, andere Dinge, ich glaube, das wurde schon sehr widerlegt. Also wir wissen, dass das nicht der Fall ist. Und wir haben auch in 13 Befragungstagen gesehen, dass im Grunde genommen alle Vorwürfe, die gestellt wurden von Spekulation und der größte Skandal, den es gibt, es sich aufgelöst hat in ein Ereignis, was einmalig war und wo die Energiesicherheit in dieser Phase gesichert und gewährleistet wurde. Das, was natürlich den Unterschied macht zu anderen Anbietern, das sieht man jetzt auch im Vergleich mit anderen Ländern, ist natürlich unser Energiemix, den wir haben. Also wir haben jetzt natürlich sehr viel Gas, andere Voraussetzungen und das, was furchtbar ist, und jeder von uns war damit konfrontiert, diese horrenden Rechnungen, die man gesehen hat. Also das Schlimmste, was ich gesehen habe, war bei einem Verein, der eine Gasrechnung von 25.000 Euro bekommen hat, wo dann wirklich das Ende nahezu da ist, wenn man nicht da wirklich rasch handelt und Lösungen findet. Das wird, so sagen mir auch Experten und Expertinnen, jetzt auch dementsprechend massiv sich abflachen. Wir haben jetzt von der Wien Energie werden die Preise gesenkt. Und dementsprechend ist das Allerwichtigste, die Preise nach unten zu bringen. Aber bitte nicht verwechseln die Untersuchungskommission mit dem, was sich am Energiemarkt abgespielt hat. Das wäre nicht seriös, so zu diskutieren. Die Untersuchungskommission war ja auch da, um hier zu hinterfragen, kritisch, was bei Wien Energie genau passiert ist letzten Sommer, wie die Situation mit dem Bürgermeister war, der ja beinahe 1,4 Milliarden Euro freihändig vergeben hat, ohne Gremien. Dass hier viele Unterlagen nicht geliefert wurden, wissen wir beide, dass hier Geschäfte am Strommarkt getätigt wurden, die ein offenes Risiko hatten, die man natürlich als Spekulation bezeichnen muss, wissen wir auch beide. Sind wir froh, dass Wien Energie am Ende nicht pleite gegangen ist, dass man hier noch einmal durch Marktsituationen die Kurve gekratzt hat. Aber jetzt muss das Ziel sein, eben, so wie Sie sagen, für die Menschen das wieder günstiger zu machen. Und wenn Sie sagen, Sie haben einen Verein, der hat eine Rechnung von 25.000 Euro bekommen und da muss man dann schnell Lösungen finden. Das ist gut, wenn der im Verein jemanden wie Sie kennt und dann kann man eine Lösung finden. Aber irrsinnig viele Menschen in Wien, die wohnen, haben ohnehin schon Probleme. Jetzt bekommen sie noch eine riesen Stromrechnung, können mit der Situation gar nicht mehr zurechtkommen, rufen dann bei der Wien Energie an, bekommen keine Rückmeldung, bekommen kein Feedback. Das sind untragbare Zustände und deswegen müsste man dort einmal auf Managerebene ansetzen und deswegen muss man vieles hinterfragen, was dort passiert ist. Und da kann die Untersuchungskommission der erste Schritt sein, aber das reicht für die Leute in der Stadt sicher nicht aus. Da muss man in vielen anderen Bereichen auch noch ansetzen. Also Sie sind sich einig, dass Sie sich nicht einig sind. Ich habe erstens mal, was den Verein betrifft, Lösungen in einem Verein.
Konkurrenz zu finden. Mhm. Und Sie kennen das auch, und Sie kennen das auch aus der Wirtschaft, dass man dann rasch handeln muss. Wenn man nicht handelt, da geht das dementsprechend schlecht aus. Und vielleicht möchte ich ganz kurz mit dem aufräumen, dass der Herr Bürgermeister sich hingesetzt hat und 1,4 Milliarden Euro unterschrieben hat. Sie wissen halt genau nach 13 Tagen Befragung, wie der Prozess war, dass das nämlich dem Bürgermeister von der MA5 mit einem sehr komplexen Ablauf so empfohlen wurde. Wir wissen heute auch schon aus der Untersuchungskommission, warum das nicht kommuniziert wurde. Das war nämlich eine rechtliche Sache, aber ich glaube, das wird die FPÖ auch in den nächsten Wochen nicht anders kommunizieren. So ist einfach Oppositionsarbeit. Wir werden es jetzt im Studio auch nicht lösen, dieses Problem, das es da gibt zwischen den Parteien. Ganz zum Schluss, wir haben noch knapp 2 Minuten, kommen wir zu einem Thema, das bei der Pride auch für Aufsehen gesorgt hat. Da gab es ja 3 Verhaftungen, 3er Jugendliche, die sind jetzt alle wieder enthaftet worden. Jetzt ist die Frage, wie sicher ist Wien auch vorbereitet auf Großereignisse? Ich nehme an, Sie waren bei dem wunderbaren Donauinselfest jetzt auch dabei, das sich zum 40. Mal gejährt hat. Wie sieht denn hier in wenigen Worten das Sicherheitskonzept aus? Also mal danke an die 800 Sicherheitskräfte, die vor Ort waren. Wir haben neben der Exekutive der Polizei auch sehr viele ehrenamtliche Helfer und Helferinnen gehabt. Es gab Awareness-Teams, an die sich Frauen wenden können, wenn etwas dementsprechend ihnen unangenehm war oder aufgefallen ist. Ich glaube, es ist ein sehr gutes Sicherheitskonzept. Ich möchte mich da bei allen Verantwortlichen bedanken, weil ich weiß, dass das sehr viele Vorbesprechungen sind, und ich glaube, es gibt kein Fest auf dieser Welt, wo man 3 Tage lang so friedlich feiern kann. Ich bin selbst von oben nach unten und zurück gegangen. Es war eine sehr gute Stimmung, es war eine sehr positive Stimmung auch von den Polizisten und Polizistinnen. Auf Wienerisch gesagt, der Schmäh ist gerinnt zwischen allen. Es waren lustige Menschen da, und das zeichnet einfach Wien aus. Es war ein Fest, das miteinander gefeiert wurde, und da möchte ich allen gratulieren, die das organisiert haben. Wie sehen Sie es? Waren Sie auch beim Donauinselfest? Hat es Ihnen auch gefallen? Ich war dieses Jahr persönlich nicht dort, ich war nicht in Wien. Ja. Aber ich glaube, dass das jetzt zumindest, was ich mitbekommen habe, medial reibungslos abgelaufen ist. Gratulation dazu. Aber Tatsache ist natürlich, dass es diesen Vorfall gegeben hat mit diesen 3 islamistischen Attentätern, die die Pride bedroht haben. Und ich möchte den Einzelfall auch gar nicht kommentieren. Es kommt mir fast komisch vor, dass man hier 3 Leute verhaftet, eine Pressekonferenz macht, dann die 3 Tage später wieder freilässt und quasi eigentlich nichts passiert ist. Das heißt, dieser Einzelfall, da habe ich keine Akteneinsicht, da weiß ich nicht, was da dahinter steckt oder nicht dahinter steckt. Aber Tatsache ist, dass man natürlich gegenüber diesen islamistischen Gefahren immer wachsam sein muss und aufpassen muss, dass es hier keine Radikalisierungen in diesem Bereich gibt, ja. Herr Kraus, Herr Schober, die Zeit ist leider sehr schnell verflogen. Wir bedanken uns bei Ihnen, bedanken uns auch bei Ihnen fürs Zusehen. Bei uns geht es gleich spannend weiter mit allen Nachrichten des